Ups. Ja, so schnell kann es passieren. Einmal nicht aufgepasst beim Baggern und zack, ist das Kabel durch. Und das passiert tatsächlich öfter als gedacht. Regelmäßig müssen Bautrupps der Telekom ausrücken, um demolierte Kabel zu ersetzen. Und das ist nicht die einzige Gefahr, die lauert auf Internetkabel in freier Wildbahn. Gefahr im Verzug. Heute bei den Netzgeschichten. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum es zu Netzstörungen oder Ausfällen kommen kann. Ihr erinnert euch ja bestimmt noch an die Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021. Hier ist die Telekom schnell mit Ersatztechnik ausgerückt und hat hunderte Kilometer Kabel neu verlegt. Ja, aber nicht immer ist die Natur an solchen Störungen und Ausfällen schuld. Erst im Februar diesen Jahres kam es in der Nähe von Frankfurt zu einem sehr ärgerlichen Vorfall. Bei Bauarbeiten an Bahngleisen wurden insgesamt 4 Glasfaserstrecken der Telekom durchgebohrt. Und das hatte krasse Auswirkungen, unter anderem auf die IT-Systeme der Lufthansa und dadurch auch auf die Abläufe an Flughäfen auf der ganzen Welt. Auch im sauerländischen Menden lag es an Bauarbeiten, dass 11.000 Haushalte vom Netz getrennt wurden. Ein Bagger hat dort Kabel aus der Erde gerissen, von denen man dachte, dass sie nicht mehr gebraucht werden. War aber leider falsch. Und das hat er mit so einer Gewalt gemacht, dass selbst in der Vermittlungsstelle die Kabel aus den Halterungen gerissen wurden. 4 Kilometer Glasfaserkabel und 75 Tonnen Kupferkabel mussten ersetzt und dann neu verlegt werden. Das sind über 20.000 Kabel, die händisch zusammengefügt werden müssen. Aber wie macht man das eigentlich? Nehmen wir mal den einfachsten Fall und das Kabel wurde in der Mitte durchtrennt. Dann müssen wir das an beiden Enden quasi absetzen, können ein Ersatzstück reinsetzen. Wir haben Beschaltungspläne im System hinterlegt und können relativ schnell diese Schadenstelle wiederherstellen. Wenn man sich das Ganze allerdings im Ausmaß von 10.000 Kundenanschlüssen vorstellt, und dann kann es schon sein, dass wir mehrere Einsatztrupps brauchen, also die an verschiedenen Enden wirklich diese Kabel wieder zusammensetzen. In den meisten Fällen ist es so, dass ein Kabel gestresst wird, herausgezogen wird, wir vielleicht auch Teillängen wieder einbringen müssen. Und das kann dann von 1 Meter bis hin zu 10 zu 100 Meter Kabel sein, die wieder neu eingebracht werden müssen. Das klingt nach ganz schön viel Aufwand. Es kommt manchmal darauf an, auch, was finden wir gerade vor. Hat also schon ein Bagger irgendwie ein Loch gerissen in der Erde und wir sehen dort einen offensichtlichen Kabelfehler, dann kann man das Ganze relativ schnell eingrenzen. Die Tiefbauarbeiten sind dann sehr gering im Verhältnis zu einer Störung, wo ich vielleicht den Kabeldefekt gar nicht sehe und erstmal auf die Suche gehen muss. Und unsere Einsatzkräfte, Kolleginnen und Kollegen, aber auch Auftragnehmer stehen halt allzeit bereit. Die können wir auch zum Teil abrufen. Und dann sind wir in kürzester Zeit halt an der Schadenstelle. Also in der Großstörung sind die Herausforderungen eigentlich die Koordination der Einsatzkräfte, die wir brauchen vor Ort. Wir brauchen in den allermeisten Fällen dann Tiefbauer und wir brauchen Material. Übrigens, Feuchtigkeit kann so einem Glasfaserkabel nichts anhaben. Denn die hauchdünnen Fasern sind durch Kunststoffisolierungen sehr gut geschützt. Was waren denn so eure größten Missgeschicke beim Bauen und Handwerken? Habt ihr zum Beispiel mal in eine Wand gebohrt und das Licht ging aus? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare und ansonsten gilt wie immer, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier bei den Netzgeschichten.